Jetzt haben wir noch eine Assembling Chamber, ein Alloy-Smelter. Assembling Chamber war schön. So. Ah, komm, das reicht jetzt an Stahl. Ah, das dauert ja wieder so lange. So, da haben wir jetzt auch offiziell keinen Strom mehr. Ja, warte. Ach du, löst das schon gerade gut. Arbeitet dran. Dann mache ich die Tesserakte fertig. Nein, ich mach mal Crucible. Aber wenigstens haben wir auch dann endlich mal wieder eine Verwendung für die Forestry-Farm. Aber dürfte es eigentlich nicht funktionieren. Gut. Ah, scheiße. Jetzt. Sehr gut. Und die haben keinen Strom. So kommt aber. Du Eimel. Hä? Das ist der Input, ne? Das ist der Output. Nein. Jetzt ist es von unten connected, ne? Ja, aber wieso kommt kein Strom an? Warte. Kannst du nochmal jetzt gleich verlegen? Ja, wir haben nicht so viel. Ah ja, muss nur eins hin. Ja, ich hab keins mehr. Komm, dann mach doch einfach. Genau, eins. Oh, warte, warte, wir haben Tin-Kabel. Ja, wir haben noch ein paar Tin-Kabel. Ja, das ist der Output. Ich hatte recht. So viel zum Thema Output, ne? Ja. Vielleicht verbindet sich die Mechanismen nicht mit den Tin-Kabel von dem Dach. Jetzt? Hä? Ja, und jetzt haben wir in die Badbox rein. Ich dachte, bei der Badbox gibt es nur einen Input, einen Output. Ja, die hat auch nur einen Output. Mach mal das Zinnkabel weg. Und jetzt versuchst du es nochmal. Ah, scheiße, das ist ja da auch gut. Weil jetzt füllt sie sich auch wieder. Ja, und Energy Cube wird immer leerer und ja, leerer. Deswegen sind wir auch mal gucken, dass wir das wieder hochgepusht kriegen. Ja. So machen wir jetzt mal die Tester. Die Tester rechts. Ma! So, wir brauchen jetzt noch Silber und Bronze. Aber dafür ist schon alles da. Ah, geht das alte Rezept eigentlich noch?
3 Kupfer einzeln. Ja, es geht noch. Kommt das nur so vor, der hakt jetzt aber mal, gelegentlich mal ein bisschen hinterher. Christian? Ja, ja. Ah. Ich bin schon noch da. Brauchst du keine Sorgen zu machen. Ja, bei dem Kracher mache ich mir aber teilweise Sorgen. Okay. Ja, wie wollen wir das Ganze verbinden? Was? Hä? Ja, die Tester weg mit den Maschinen. Einfach ganz. Ich würde mal sagen, dafür bauen wir einen eigenen Kreislauf. Können wir machen. Passt. Nachdem wir es eh upgraden wollen, den Crusher auf eine Factory, können wir den einzelnen Crusher dann verwenden. Ich hatte eigentlich vor, den Crusher an sich dann zu nehmen für die Factory. Aber. Ja, muss man sowieso. Dann brauchen wir noch einen Crusher. Gut, noch einen Crusher. Kann ich gerade machen. Mach du das lieber mit der Factory. Gut. Eine formschöne Factory. Juhu, der Crusher wird auch lustig. Ach komm. Purifying, combining, compressing, crushing. Gold Dust. Brauchen wir 2. Ich habe dann mal ein paar Stahlplatten reingetan. Ins Ei. Okay. War da jetzt noch irgendwas? Drin. Haben wir noch Electronic Circuits? Musst du machen. Nein, wir haben noch 2. Ja, aber die brauche ich eigentlich für die Industrial Zentrifuge. Aber okay, wann ist die gerade? Oh, okay. Ich schau mal, was man gerade noch so mal alles machen kann von Mechanismen. Ach ja, ich wurde auch mal gefragt, was eigentlich diese Pixel sind von Mechanismen. Ganz einfach. Wenn man sich das Rezept anschaut, Schaufel, Spitzhacke und Axt. Das ist quasi ein Multitool. Das ist Axt, Spitzhacke und Schaufeln in einem kombiniert. Also die sind eigentlich ganz lustig. Ja, bloß uns persönlich bringt es nicht wirklich viel, weil, ja. Hier ist der Crusher. Wo haben wir die Factory jetzt? Nein. Da. So, was fehlt da jetzt noch? Circuits. Wie ich immer wieder die Control... Kacke, die Control Circuits, das richtige Rezept. So. Interessant, der Quascher wird nicht mit rausgenommen. Gut. Und ja, es ist fertig. Ich lasse den hier noch leer laufen. Obwohl, warte, ich nehm's raus. Ja, das ist jetzt doof. Was ist? Ja, der Quascher ist nach hinten gefallen. Oh. Jetzt doch einfach eine andere Maschine. So. Okay, ich konfiguriere so. Ihn mal. Mache er es. Wie sieht das jetzt eigentlich mit dem Computer aus? Ah, oh, der ist immer leer. Gut, den Quascher, den alten Schmeiß steht dann mal zu. Okay, sollte funktionieren. So, wie sieht das hier aus? Das könnte reichen. Hast du die ganzen Upgrades bekommen?
Nö. Stimmt, die stecken noch da drin. Dann mache ich jetzt mal die Industrial Centrifuge. Ja, man sollte auch reingehen. Oh, bei mir fängt es gerade an zu regnen. Ah, Lapis hier noch. Meh. Und die normalen Circuits. So, Lapis. Ah ja, haben wir da einen Barrel. Schmeiß mal zwei in den Maserator. Dann sollten wir auch schon die Industrial Zentrifuge fertig haben. Dann dürfte alles fertig sein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir schon am Aufnehmen sind. So, jetzt soll das aber funktionieren. Hast du ungefähr... Läuft an. Was? Weißt du ungefähr, wie lange wir schon am Aufnehmen sind? Nee, keine Ahnung. Ich bin auch ein Eumel, ich will... zwei Advanced Circuits machen und eben nur... zwei Lapis mit. Beginn? Beginn? Jo. Richtig intelligent. Machen noch ein paar Ballons weg. Ach ja, die Kabels habe ich heute Morgen auch wieder verkraftet. Wir haben den dritten Sechsfachen. Alter. Klingt aber auch irgendwie geil. Wir haben den dritten Sechsfachen. Ja. Klingt verwirrend. So, Advanced Circuit. Ich krieg gleich einen Schreikampf, ne? Warum? Ich warte die ganze Zeit, dass hier Lapis fertig ist und wir haben noch 27 Lapis dazu, die das im AE, das nicht rausgezogen wird, weil der feine, weil das feine AE-System ja Lazurit das braucht. Ach ja, ach ja. Und die in das... Kannst du eventuell nochmal, obwohl ich mache nochmal zwei Biogeneratoren. Mach das und die Industrial Zentrifuge ist fertig und steht. Endlich. Jo. So, wenn man jetzt mal da reinguckt. Bisschen verwirrend. Aber so verwirrend ist es gar nicht. Wo haben wir denn hier? Nehmen wir jetzt mal das Uran erst raus. Kann man ja schön im Inventar tragen, ist ja nicht gefährlich. Ich trage immer Uran in der Tasche. So, das Erz, oder generell der Stoff, der verarbeitet werden soll, kommt in die Mitte. Und die Bestandteile kommen dann hier in diese vierten Ecken. Wenn man jetzt mal hier drauf guckt, deutsche Ball auf Uranium, das kann man direkt schmelzen. Oder in der Zentrifuge, sieht man das ein bisschen schlechter, 95 Sekunden warten bei 9520 EU und wir kriegen einen Tiny Pile auf Lithast und Uranlast. Ich finde immer noch diese Texturen von Wagtech manchmal, von den manchen ganzen Maschinen, richtig geil. Hier sieht man ja auch richtig, wie sich das in der Zentrifuge dreht. So. Dann können wir jetzt eigentlich auch schon mal auf die nächsten Factories gehen. Auf welchen willst du denn gehen? Enriching könnte man vielleicht nochmal machen. Die Enrichment Chamber. Nee. Was?